Ahoi Leute und willkommen zu Let's Play GTA 4, also mit Grand Theft Auto, The Ballad of Gaetoni, ist ja eigentlich gar nicht Teil 4, habe ich mal falsch genannt, aber, ja, ist ja kein Problem, gucken wir nochmal kurz in die Option, ob ich hier noch was komisch einstellen muss. Ne, sieht alles gut aus. Audio, ja, ist ziemlich laut, aber gut. Würde ich sagen, starten wir das mal, ne? Der Part gestern kam ein bisschen zu spät. Ich dachte, ich hätte die eigentlich schon fertig gemacht und ich lag den ganzen Tag im Bett, weil ich richtig müde war. Ja. Und jetzt müssen wir halt das machen. Das Spiel hier. Das heißt müssen. Das ist eigentlich der beste Teil, finde ich. Also das am meisten Schwachsinn, der da passiert. Das ist halt mehr so ein bisschen so Partyleben. Das ist ja alles so bling bling und lila Schrift. Dann Laden erfolgreich. Okay, ich wollte eigentlich ein neues Spiel starten, aber okay. Neu. Ja. Gut. Ich habe nämlich schon mal getestet, ob das Spiel funktioniert. Gott, ey. Schon vorher mal habe ich ein bisschen, was habe ich da gemacht? Die erste Mission, glaube ich. Ja. Gut. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen oder vorher mal gucken. Weil dann hätte es ja genauso angefangen wie The Lost and Damned. Da habe ich ja diesen Intro-Screen nicht gezeigt. Da, wo man sich entscheiden kann. Yo, I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? It's Luis, man. I don't think that's such a good idea. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Die Mission kennen wir ja auch. Come on. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Island's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Save fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Diablo, qué mierda! Shit. Yeah, like I said, man, everything's a little fussy. Well, if you think of anything else, Mr. Lopez. Yeah, sure, I'll give you a call. Thanks. Hat einfach die Zeit zerrissen von den Polizisten. Irgendwie laggt das so ein bisschen. Da sind wir mit Nico. Anyway, listen. I'm coming over, okay? So wake up. You hear me? Wake up. Da ist Johnny. Hallo. Hey, Mami, ¿cómo está? Yeah, I'm sorry. No, I was working late at the club. Yeah, mommy, don't be like that, okay? I'll be home soon. Look, I gotta go. Okay. Mr. Tony Prince. Who the fuck is it? It's me, Tom. Oh, whatever. Come on. Der ist ganz schön sauer auf uns anscheinend.
Oder allgemein ziemlich sauer. Oh, how are you? I'm good, boss. How are you? Oh, you look terrible. That's good, because I am terrible. Fucking wretched. What's wrong? Oh, the usual. Boyfriend thinks I'm a cash machine. One nightclub catering to the rich, mindless crowd. In the city where the rich, mindless crowd is suddenly poor and mindless. Another club catering to the gay and decadent crowd, where the gay and decadent crowd suddenly think decadence means buying outrageous new throw cushions instead of getting loaded in a bar. And every half-wit, part-time hood in this city thinking, I know, let's put the squeeze on the club owners. They must really, really want to substitute my inadequacies with their money because, after all, they want to stay up all night talking bullshit to morons because they enjoy it. It sounds pretty usual. Oh, thanks for the support. Hey, that's what I'm here for, boss. Yes, you know, if the bodyguard business partner thing doesn't work out, you should consider a career as a fucking life coach. A what? Never mind. Did you speak to Troy? Yeah, he said he loves you, but he can't handle working the door at a gay club anymore. He says people are laughing at him. Who's laughing at him? I don't know. I think the little people who live in his head. The ones stuck in 1955. Oh, I love those people. And what's up with Desi? Yeah, he says he saw you last night. Yeah, and you was holding court with that Chloe Parker until 4 a.m.? I was? Apparently so. Oh, my God. 45 years old, and I get my kicks doing blow with 17-year-old kids whose only claim to fame is that people know better what their vagina looks like than their face. I should be sent to prison, shouldn't I? Yeah, most definitely. What's this money? Did you rob your own club? Tony, I just went to the bank for you, man. I don't want it in the bank. Hey, Tony, the door was open. Man, it's easier to get into your apartment than into your nightclub. Yeah, we have an Oguido policy at the club. Here I ain't so sure. Oh. I love getting racially abused by a spick. Yeah, who's a fucking taco, Tony? My business partner, Luis. Gentlemen, watch your language. We're in the great melting pot. We're not spicks or guidos or fags. We're proud Americans. Luis, this is Vince and Rocco, relatives of Gracie. And credit is to you. And guess what? We ain't here about Gracie. Oh. Beautiful. That's a start. I guess we don't have to beat you two lovers up. Yeah, good one. See you later. Oh, nice to meet you, Muscles. Fuck, there goes payroll. Who the fuck were those two assholes, T? Fine men of the cloth. Who the fuck do you think they are? Ancelotti goons I borrowed money from way back. Never mind. Amateurs. Come on, let's get out of here. Let's go. Okay, das heißt, die Ancelottis sind schon mal nicht unsere besten Freunde, sag ich mal. Gott, meine Stimme ist ein bisschen kaputt noch. Die neue E-Klasse, oder war es denn hier S-Klasse, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sollte auf einer E-Klasse was passieren. Where the cash come from? Don't tell me you've been running a skim job. 100% legitimate, Luis. You know me. Total transparency. Warum hält ihr ihn einfach an? Hier gibt's auch noch so extra Missionsziele, die man erfüllen kann. Da ich die Mission schon ein, zwei Mal gespielt habe, weiß ich, dass es hier um Fahrzeugschaden und Zeit geht. Die Zeit könnte relativ eng werden. Der Fahrzeugschaden versuche ich so niedrig möglich zu halten. Radio Sender, da ist übrigens eine Taube gewesen, oder? Genau, was es war. Erstmal einen richtigen Sender einstellen, dass ich wieder Copyrights-Verletzungen bekommen. Und was wollte ich sagen? 100% werden wir die Mission auf jeden Fall nicht machen, weil ich es nicht schaffen werde, weil manche sind echt schwer. Das ist so wie in GTA 5 auch. Das kam hier als erste. Oh, das könnte es gewesen sein schon. Complete discretion. Hey, you know me, Tone. Don't ask, don't tell. Military grade. Hey, this is serious. He's paranoid no one will buy his next CD if they know he'd rather be singing cabaret than rapping. As if people buy CDs anymore. Sure. Look, I really need to talk to you, Tony. Blah, blah, blah. Another time, Troy. We'll be at Masonette. Huh. Ob es sich OG Loke handelt? Den es ja im HD-Universum, also ab GTA 4, auch gibt noch. Time to be charming, Lulu. Hi, Tone. Hey, Al.
Tone und L. Warum heißt denn hier einfach T? I gotta make some calls. You work the floor. Oh Gott, so viel Cobras-Verletzungen merke ich jetzt schon. Willkommen im Marcionetten. Nein. Number 9 heißt das, glaube ich. Also wird es ausgesprochen. Du kannst versuchen, die Ladies durch Tanzen zu beeindrucken. Wenn deine Tasse voll ist, bekommst du vielleicht eine Überraschung. Hehe. Du kannst an der Bar Shots trinken. Du kannst auch hoch zum VIP-Bereich gehen und bei einem Trinkspiel mitmachen. Einen behinderten Sekt trinken oder so ein Scheiß. Aber kein Mensch. Häng im Club ab. Susanne, machen wir mal diesen Tanz. Hier geht es so ein bisschen Tanzen umher. Etwa eine Anleitung. Indem du wieder im Takt der Musik drückst. FMR-Anweisung, okay. Halten. Irgendeine Taste gedrückt halten. Und dann muss ich hier links und rechts drücken. Im Takt der Musik, ja, das Problem ist, ich habe kein Taktgefühl. Gut, schaffen wir. Nicht so gut geklappt irgendwie. Achso, ich muss ja drücken. Ja, ich halte es irgendwie gedrückt. Ne? Übrigens, mein Taktgefühl noch schlimmer als sonst. Okay. Achso, ja, weiter tanzen. Ich dachte, weil der Kreis ist voll, das kommt da nichts mehr, aber okay. Oh, jetzt kommt sie schon wieder hier herangetanzt. Oh, das fand sie ganz schön geil. Die Butter rausgeholt. For a job in this economic climate, motherfucker. Yeah. Yo, what the fuck, eh? Tell this clipboard and earpiece, motherfucker, to back up, Al. Back up? Yo, what's the problem, D? You asking me? Yo, relax. Go inside. I got it. Yeah, go relax. Go inside, eh? Yo, mommy. You need to go relax. Later for you. Guys, shut up, okay? Jeez. Wow. Downtown's really changed you, man.
You too good to take money from me and Enrique now? You know it ain't even like that, bro. Okay, you don't pay for shit in here. Okay, you just can't be looking like you came from selling dope on the corner. You say that like it's a bad thing. Tony, what do you think? Desi wouldn't let me get dressed like that, huh? You see what I mean? Come to think of it, Lou, what the fuck are you wearing, huh? What? Go home and take a bath. Do nothing else. Put on some clothes, huh? Yeah, I had a complicated day, okay? All right, so take some time off. The girl's neck could use a night off, too. We out there. Bye-bye, gentlemen. Nice boss you got there. You stuck a fucking fag. Mike, come on. Hey. Okay, gut. Jetzt müssen wir nach Hause fahren, glaube ich. Club of yours was bullshit. You gonna take us back to the heist or what? Da ist noch eine scheiß Seetaube. Oh yeah, I've been thinking about this. How many days a week you work those corners? 7 days. Junkies need junk, rain, sleep, or shine. You ain't no postman, local. You a pusher. All those hours, you make more slinging meat and burger shot than risking a bit on the corner. You sound like 5-0. Shit. You think Enrique could get a job at Burger Shot? What's your IQ, H? 76, motherfucker. 76? At Burger Shot with an IQ sub 80. They're just about to let me wash the goddamn dishes. You see what I mean now? They don't even have dishes at Burger Shot. All that shit is polystyrene. There ain't another job in the city for this dumb bastard to do. Hourly wage considered and all. You don't get no pussy work at Burger Shot, neither. Them Ivy League motherfuckers can't find work. What you think Ricky's meant to do? Da war, glaube ich, links noch einer von diesen Drecksviechern. 50 müssen wir finden. Ich glaube, Dreschuk haben wir jetzt schon gefunden. Also wir müssen hier auch erschießen noch. Ah, ich habe sowieso schon wieder vergessen, wo die alle sind. Die alte Generation von diesem, der heißt ja Chef da. Und die alte Generation von dem Wagen gibt es auch noch. Bin ich falsch gefahren? Ach, stimmt. Funny fucker that went away. Little Luis. Here we be. Thanks, Luis. Ladies, Al. Tell that boss of yours we'll be back same time next week. Yeah, see you. I'm a huevos. Das ist ein böses Wort. Das gefällt mir nicht. Begib dich zu deinem Apartment. Kann ich einfach hier auch lang fahren? Ja. Das ist nur Einbahnstraße, da wird es nicht angezeigt. Mal wie das hier. Oh, Taxi. Was ich sagen wollte, das hier der Chef und die alte Variante gibt es auch noch. Die haben wir am Straßenrand schon gesehen. Ja. Ich glaube, das ist das erste Auto in GTA, was so in zwei Modellvarianten kommt. Und wir waren noch schnell beim Militär. Haben eine hübsche Wohnung. Da ist irgendwas mit Chopper Certificate. Das heißt, wir können auch fliegen. Ja, speichern kennen wir schon. Wir haben schon die anderen beiden Teile gespielt. Du kannst die Garderobe benutzen, um deine Kleidung zu wechseln, ja. Kleidung kann man nämlich nicht kaufen. In dem hier, ja, überspeichern. Alles geschafft, Autoschaden, ich hab doch einen Kratzer reingefahren. Ja, ich möchte das bitte wegmachen, danke. Ja, ich habe die Sekundärziele alle erfüllt, danke. Ich möchte mich umziehen. Ja, ich kann ihn wiederholen. Ja, ich weiß. Danke. Rücktaste beenden. So. Jetzt ziehen wir uns mal Schönes an. Also einen coolen Anzug. Ey, yo, Tone. Luis? Yeah, it's me, Tone. Things go smooth at the clubs? Made me wonder why I need you around at all. Oh, great. I might just take a vacation then. Come on, I was kidding. The clubs fell apart without you.
saw that bank robbery on the news. Could have been an opportunity for some positive PR. Fuck that shit. I don't need any press like that. Not with the way police treat an ex-con in this town. Have it your way. See you soon. Gut, dann hoffe, der hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, ciao.